Hallo und herzlich willkommen zurück zu Chef Life. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns ab sofort auf die anderen Sachen drauf. Gucken, dass wir die Ofendorade gleichzeitig freischalten. Das versuchen wir vielleicht unter deftig abzuspeichern. Müssen mal gucken. Und das kriegen wir irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht wieso. Es möchte momentan nicht funktionieren. Wir gucken halt, dass wir jetzt Rezepte nehmen. Wo wir das auch erfüllt bekommen. Ich gucke, ob hier irgendwas mit Fleischbällchen dabei ist. Ein neues Kochgeschirr freigeschaltet. Okay. Da müssen wir jetzt halt einfach schauen, dass wir die Gerichte so ändern, dass es passt. Okay, ich guck gerade mal. Ich habe mir nämlich extra so eine Liste nebenbei gemacht. So, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, was ich brauche bei ihr. Also ich muss auf jeden Fall... Okay, die Ente, die nehmen wir auf jeden Fall wieder raus. Ich schaue, dass ich das Gericht nehme hier. Gebackene Dorade, die kommt auf jeden Fall drauf. Die Meeresfrüchte... Können wir jetzt eigentlich rausnehmen? Mariniertes Rinderragout. Wir müssen halt gucken, wo wir das zubereiten. Da schon mal nicht. Hier. Mariniertes Rinderragout. In das mit B, das Gericht. Wird das einmal ausgetauscht. Ich glaube, dieses braune Zeichen hinten bedeutet deftig. Oder? Nee. Ich brauche das mit dem... Das ist was anderes, das sehe ich jetzt erst. Okay, warte. Das ist die Ofendorade. Dann kommt das. Und aufgeschnittene Pancetta. Ist halt jetzt die Frage, bei welchem Rezept das war, ne? War das hier dabei? Nee. Nee.
glaube, das war aber einen der neuen Gerichte dabei. Kann das sein? Hackbällchen in Soße. Ich habe das doch aber schon in irgendeinem Gericht gesehen gehabt. Nur die Frage, in welchem, ne? Was hier drin? Kochschinken. Seezunge. Ratatouille. Wir gehen jetzt einfach mal alle durch. Ich hatte es auf jeden Fall schon mal gesehen. Nur wo? Das ist auch Kochschinken. Ist das vielleicht das? Okay, ich muss da echt noch mal gucken. Und das letzte war Kalbschweinehackbällchen. Heftig. So, gut, dann lassen wir es jetzt erstmal so. Dann haben wir wenigstens deftig abgedeckt. Weil jetzt ist einfach schon gefühlt der Vormittag rum. Ich weiß echt nicht, wo ich das gesehen habe, ne? Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich das gesehen habe. Ich habe es aber meiner Meinung nach schon bei irgendeinem Rezept gesehen. Oder habe ich das noch nicht? How's it going, Chef? Komisch, oder? Chef.
Das ist willkommen. It's Max. I just put your order in the storeroom. Danke, danke. Ich gucke, dass ich jetzt alles einmal durchgehe, dass ich weiß. Okay, das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Hm. Ich kann es leider nicht sagen. Warum ist jetzt mein Kopf verärgert? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Schwierig. Ich habe jetzt echt viel vom Vormittag vergolden, weil ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hätte es gern mit reingemacht. Mein Gott, es ist echt viel, ne? Ach, stopp, da muss Wasser rein. Ich hoffe, es hat jetzt für alle Gerichte, also für alle Teile gereicht. Nee, hat's nicht. Oh, da fehlt noch so vieles mehr. Die Zitrone fehlt auch. Da fehlt mir jetzt der Knoblauch. So, eine Zitrone fehlt auch noch. Stopp. Dann haben wir nämlich auch schon mal die Kartoffeln. Zitronen. Oh, jetzt muss es schnell gehen. Kann ich das abbrechen? Nein, kann ich nicht. Hello! Nimm das und geh, 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 go, 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 go. Oh, mein Gott. Was ein Stress. Stück Kalbfleisch. Kalbsfleischwürfel. In einem großen Topf alles kochen. Und dann servieren. Okay. Das war's. Wir haben ja theoretisch sogar noch mal die Möglichkeit für ein anderes Gericht. Also, das bin ich alles durch, ne? Das war's nicht. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier.
lasse jetzt gezielt die Dinge auf neu, die neu sind. Ach, die habe ich natürlich jetzt noch nicht gehabt. Guck mal hier, wie hübsch in so einem kleinen Töpfchen. Ich hoffe, ich habe alles. Sieht aber so aus, bis auf die Muschel. How's everything today, Chef? Einmal umrühren. Muss heiß sein. Ich habe gerade zwar ein bisschen einfacheres Gericht, aber scheinbar nicht. Jetzt ist er warm. Dann ist fertig. Da können wir noch eins machen. Das ist gut. Ja, wir haben immerhin deftig dann schon mal. Ich glaube, ich muss das andere erstmal aufwerten. Dass das überhaupt zu diesem Fenchel-Gedöns wird, weil jetzt ist es einfach nur Ofendorade und Gemüse. Gut, mariniertes Rinderragout dreimal kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke mal, das ist dasselbe. Ich habe jetzt sonst keine anderen Sachen für Dorade gesehen. So, eine Sache machen wir noch. Wird es geplant? Mm-hmm.
Also, wir brauchen erstmal einen Topf mit Wasser, der bestenfalls schon kochen sollte. Aber wie gesagt, wir machen ja nur die Rezeptvorbereitung, dass es einfach mal auf der Karte ist. Da muss es nicht perfekt gewürzt sein oder sonst was. So, Kartoffelpüree, ja gut, dafür müssen die Kartoffeln natürlich gekocht sein. Okay, das können wir aber schon mal schneiden. Ich glaube, dann brauche ich das noch nicht. Kartoffelpüree. Mein Gott, das Gerät habe ich auch noch nie gesehen. Habt ihr schon mal zu Hause Kartoffelpüree in so einem Gerät gemacht? Da muss ja noch gekocht werden. Machen wir nur noch das Rezept. Dann haben wir immerhin drei neue. Ich glaube, das ist ganz gut. Gerade sagen, das müsste doch irgendwann mal fertig sein. Zwei Stücke kriegt man da raus. Und dann servier es gleich. Aber ich muss echt mal gucken, woher ich. Also ich habe auf jeden Fall eins der Gerichte schon gesehen, das weiß ich. Muss noch mal gucken, wo. So, seid ihr bereit? Wir lassen beide kochen. I need a challenge. Nein, das ist deine Aufgabe. Deins wird der Fisch sein. Und die mit Hackfleisch gefüllten. Okay, Chef. Hä? Chef. No problem. Jeder ist jetzt im Prinzip in seinem Element, deswegen geht das jetzt auch so schnell da oben.
Ich hoffe, das zählt dafür. Nee, das ist die Dorade. Ist das hier schon komplett fertig? Nee, ich glaube nicht. Muss erst noch serviert werden. Also auf dem Servierteller vorbereitet. Ich will nur wenigstens die Gerichte schon mal fertig haben, dass ich sie servieren kann, sobald sie gewünscht sind. Working with that ingredient is pure joy. Na los. Ich meine, wir kriegen ja immerhin das Deftig-Abzeichen damit. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, ich muss das nämlich erst aufleveln, das Gericht, damit ich dieses Fenchel-Gericht bekomme. Do you need my help for anything? Oh, warte. Muss ja alles schön warm sein. Well done, Chef. That looks great. Understood, Chef. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. Ich glaube, umso öfter wir das servieren, desto besser. Also irgendwann lässt sich es dann schneller auszeichnen damit. Ich glaube, die Dorade lässt sich zum Beispiel jetzt schon hochleveln, so wie das gerade aussah.
Wir müssen nur gucken, dass wir dann irgendwie trotzdem noch deftige Gerichte drin haben. I don't have anything to do. We have a new table of customers, Chef. Jetzt noch die Tomate dazu. Ich glaube, die Herausforderung war mariniertes Rinderragout. Ja. Ich hoffe, das zählt. I don't know what to work on. Gut, du kannst halt die Gerichte nicht komplett machen. Das ist ein bisschen blöd für mich. Sie kann's halt. Die Tomate kommt als nächstes, ja. Guck mal, es sind aber so viele leere Tische, ne? Es könnten ruhig mal so mehr Kunden kommen, dass man ein bisschen mehr den Schwall hat. Sure thing. Thanks, Chef. I'll take it. Es kommen Gäste. Was ist mit den zwei, die da rumstehen und gestikulieren? Ach so, das sind die neuen Gäste. Okay. Wie sie einfach da steht und auf die Tomaten wartet. Gut, da sie die komplett fertig macht, ist es halt eben eine nur, ja. Er macht halt gleich mehrere. Stellt euch mal vor, ihr geht in ein Restaurant, ihr bestellt und bekommt 2 Minuten später euer Essen. Ich glaube, einerseits ist man froh, dass es so schnell geht. Andererseits denkt man sich, glaube ich, mein Gott, wie lange haben wir das Essen schon in der Küche stehen? Oder? Zumindest mein Gedanke. Wir bereiten gerade nochmal die Tomaten vor, für den Fall, dass es jetzt mehrere sind, die eine wollen. Ja, die lässt sich jetzt auch schon aufwerten. Ich glaube aber, das ist der letzte Tisch, glaube ich. Vielleicht kommt dann noch einer. The new table is ordered.
Einmal genau dasselbe, ich lieb's ja. Leave it to me. In der starken Überzeugung, dass da jetzt noch mal was kommt. Obwohl, die hat noch nicht alles serviert. Nee, okay. Neue Ehrung. 100%. Okay, wir gucken jetzt mal bei den Herausforderungen, ob das gezählt hat oder nicht. Ja, es hat gezählt. Okay, Kalbsschweinehacke. Diese aufgeschnittene Pancetta. Ich muss echt mal gucken, wo das war, ne? Gerade mit Fett. Ja, das muss ich aufwerten. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt die Dorade raus, dass wir sie aufwerten können und müssen dann wieder was anderes reinmachen für Steff. Oh, nee. Ich müsste echt mal wissen, wo das war. Wo hatte ich das gesehen, Leute? Ich gucke mir jetzt an der Seite die Bilder an, um zu wissen. Was ist das? Ich hab's. Das war's Gericht. Pancetta. Ach, das habe ich auch noch nicht gelernt. Okay, warte, und die Hackfleischbällchen? Waren doch Hackfleischbällchen, oder? Kalbsschweinehackbällchen. Also die einzigsten Hackbällchen, die ich habe, ist das hier. Aber das sind Rinderhackbällchen. Hackbällchen. Wir nehmen das Gericht einfach mal auf die Karte. So, wo sind die Hackbällchen, Leute? Könnt ihr sie schon sehen? Vielleicht kann man runterscrollen sogar. Da. Deftig, traditionell, französisch. Okay, wir bestellen direkt. So, ich muss es ja so machen. Okay. Mein Gott, das wird eine teure Bestellung. Okay, dann gucken wir jetzt, dass wir die Hackbällchen von ihr servieren lassen. Okay, was war das jetzt für ein Gericht? Irgendwas mit Nudeln, ne? So helle Nudeln, das da. Das müssen wir dann machen. Da haben wir zumindest sie schon mal. Nicht schlecht, oder? Ich stehe hier mit meiner Kiste und warte. Mein Gott, 14 Fleisch. Also unser Restaurant ist alles andere als vegetarisch, du. Wollte schon sagen, weil ich hatte irgendwo Pancetta gesehen. His order is here.
So, wir legen direkt los. Manschette. Der wird wie dünn geschnitten. Mit Mittel. Ich würde sagen dick. Noch einen neuen Teig jetzt zu bekommen. Nicht schlecht. Da machen wir dann Spaghetti draus. Ungelogen, wenn ich es so sehe mit der Nudelmaschine. Ich würde auch gerne mal Nudeln selber so machen. Das schmeckt bestimmt ganz anders. Ich mache jetzt erstmal das Kochen von den Spaghetti weiter. Versuche halt immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass ich zwei Sachen gleichzeitig wenigstens zusammen mache. Also eine Sache muss Minimum laufen. Guck mal, das ist richtiges Carbonara. Ah, ich verstehe. Speck, dann kommen die Nudeln dazu. Dann kommt Eigelb und dann noch geriebener Käse. Nicht schlecht. So, dann haben wir das nämlich. Und die Dorade, die muss ich aufwerten. Die wird als nächstes gemacht. Da ist er, die Dorade mit Fenchel und genau, das ist das Rezept, was ich dann als nächstes mache. Und die Dorade. Erstmal entschuppen. Und das war's. Oh je, ich muss ganz viel schneiden. Ich brauche das. Erstmal Scheiben. Dann Orangenfilet. Was nennt sich Filet? So edel, ne? Kein Platz mehr. Fantastic menu today. Hier, warte mal. Ich habe auch so noch nie Fenchel benutzt zum Kochen, ist mir aufgefallen, ne?
dazu. Dann wird mal gerührt. Und dann kommt noch das hier dazu. So. I can't wait to start the evening service. Our customers will be blown away. Das ist schon alles drin. Das ist wahrscheinlich das, wo es mit angerichtet wird. Die drei. Okay, dann habe ich das auch schon mal. Quiche würde ich gerne alle mal zusammen machen. Da gibt es ja diesen Quiche-Teig dann für. Oh, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben eigentlich noch gut Zeit, ne? Komm, wir probieren es mal. How's it going today? Ich glaube, das ist sehr aufwendig. Wir machen erstmal nur den Quiche-Teig. Ruhen zu lassen, der Mürbeteig. So. Paprika wird gebraten. Der Mürbeteig tut sich. So, der kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank, damit er geht. Da muss ich gucken. Ziegenkäse. Ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Quiche gegessen, wenn das so ausgesprochen wird. Da hat man sogar mehrere raus. Dann arbeiten wir im Prinzip jetzt an zwei Gerichten gleichzeitig. Ist doch auch gut. Ein schöner Teller, wo es drauf angerichtet wird, ne? Bis jetzt ein paar Köche aus anderen Restaurants und ich haben einen kleinen Kochwettbewerb organisiert. Aber ich habe mich beim Datum vertan. Der Wettbewerb ist heute. Ist es in Ordnung, wenn ich gehe? Meldet sich ab. Erfahrung des Köchs. Für gesunkene Motivation. Ja, komm. Danke. Ich werde allen beweisen, dass wir die Besten sind. Nun ja. Okay, ich habe jetzt also nur eine Köchin. Das ist Emma. So. Dann muss die Paprika gegrillt werden. Dann brauche ich eine leere Pfanne. Warte mal. Ich habe jetzt hier extra... Ja... Weil da muss ich das Gericht zweimal drauf lassen.
Oh, ich habe gerade gemerkt. Ja, genau. Jetzt aber schnell. Schnell. Ja, geh weg. Los. Okay, es ist angebrannt. Da war die Hektik jetzt auch umsonst. So, dann bin ich mal bereit für die erste Kieche. Das ist nur ein Teig. Ich habe gerade kriegt da mehrere bei raus. Okay, dann müssen wir doch jeder einzelne machen. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ich habe ja nichts so weiter vorbereitet. So, bei 3. Und dann servieren. Na, dann gucken wir mal. Benötigt werden. Machen wir das als nächstes. Feel free to get me working on something. I can help. So, die werden gleich gekocht. Ich finde die blauen Töpfe richtig toll, gell? Ist richtig meins. Wie es dann aber weitergeht, seht ihr auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter dem Video für mich da und doch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut! Ciao!